Guten Morgen, meine lieben Freunde. Wir sind hier in Saarbrücken an einer euch vielleicht bekannten Location, um heute ein Fotoshooting und ein bisschen Videoshooting zu machen. Ich nehme euch heute mal mit, was so hinten dran abläuft, wie das so abläuft. Ich hoffe, es kommt genug cooles Zeug zustande, um euch was Schönes draus zu cutten. Es ist kurz vor 9, es ist nicht warm, aber es ist trocken. So, auf geht's. Und was sagst du hier dazu als unvoreingenommen? Ganz stark. Während stark. Ja. Machst die Kamera oben drauf und dann machst du die geilsten Slides der Welt. Wie geil. Für den Aufbau oder sowas, soll ich da irgendwie mehr aus der Hand schaffen oder soll ich schön statisch was aufbauen? Also ich schaffe ja am liebsten so mit meiner Mittelformat und einem Laptop. Ja. Und finde ich ganz geile Prozesskontrolle, aber mit der, ich habe auch eine Spiegelreflex dabei, falls du das eher so willst, dass ich da so. Was ist das für ein Telefon, was du da hast? Das ist so ein älteres Nokia. So sieht ein Zeltbauer aus. Ein glücklicher Zeltbauer. Bist du bereit? Ja. Wir sitzen jetzt hier entspannt im Stage 6 Zelt drin. Ich und der Schumi. Hallo Schumi. Es ist immer noch kalt. Die Jungs bauen da draußen. Nicht alles auf. Ja, wir müssen nur gut aussehen jetzt, ne? Und nicht frieren. Eine unserer leichtesten Übungen. Also man sieht es jetzt hier, also das sieht mit dem Licht das schon, Carsten, muss man sagen, hast du hier ein bisschen? Ja, nicht nur hier, sondern auch hier. So, jetzt kommt der spannendere Part. Ich muss wie immer nur gut aussehen, aber der Schumi macht sich jetzt ready. Wird jetzt mit der ZIP schön ein Wheelie durchs Bild fahren, möglichst langsam, damit wir fotografieren können. Toi, toi, toi. Die kann man halt einfach hinstellen und die kann schon in der Hand halten. In der Hand halten. Yes. Und nochmal so Richtung Strecke, ganz dramatisch. Okay. Dann habe ich oben noch das Restaurantschild. Vorne am Lenker was arbeiten. Am Lenker? Ja. Dann sehe ich dich gut. Ja, bleib doch. Das ist vielleicht ein bisschen geschehen, aber egal, sieht gut aus. Also es ist ein
es macht Spaß, es ist ein gutes Shooting, aber das Wissen, dass dabei noch Freitag ist, das gibt einfach das, den extra Kick. Ja. Du bist ja etwas. Du warst damals mit 20.000 im Tagesgeschäft da eingestiegen. Das war natürlich viel Geld zu der Zeit. Ja, das ist klar. Zur Rennstrecke, pass auf! Ja, das ist gut, bleib so! Ich guck mal so in die Rennstrecke. In die Rennstrecke, ne, Bruder? Hey, wo ist die Rennstrecke? Sieht komisch aus, jetzt vielleicht so gucken, dann am besten ein bisschen nach da so, oder hier so vorbei, da so hin, ja? Okay, los geht's! So Freunde, das war's soweit mit dem Shooting heute. Wir sind jetzt hier noch beim Carsten im Studio und haben hier schon mal einen Laptop aufgeklappt und schon mal ein bisschen geblättert. Ich kann natürlich noch nicht viel zeigen, aber es sind auf jeden Fall ein paar schöne Sachen dabei. Ne?